Eine der größten Herausforderungen im politischen Bereich ist es, die unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Unternehmerinteressen auf der einen Seite genauso wie Arbeitnehmerinteressen auf der anderen Seite. Am Beispiel der A1-Bescheinigung wird es in dieser Periode darum gehen, wie können wir sicherstellen, dass auf der einen Seite Beschäftigte vor sozialer Ausbeutung geschützt werden, aber auf der anderen Seite Unternehmen nicht wie aktuell der Fall von unnötiger Bürokratie belastet werden. Hier gilt es, einen fairen Ausgleich zu finden. Ich bin sicher, dass auch die Digitalisierung hierzu einen wichtigen Beitrag leisten kann.